In der Atmosphäre von Exoplaneten verbrennen hohe Konzentrationen von molekularem Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser. Diese blitzartige Reaktion bestimmt die Zusammensetzung der Atmosphäre und schützt Planeten vor Wasserverlust. Dies zeigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in einer aktuellen Studie. Wenn in der planetaren Atmosphäre das richtige Niveau von molekularem Wasserstoff und Sauerstoff erreicht ist, kann es in einer sehr schnellen Reaktion zur Bildung von Wasser kommen. Das Team aus dem DLR-Institut für Planetenforschung berechnete, dass der Mechanismus, der durch Lichtblitze in der Atmosphäre oder durch hochenergetische kosmische Strahlung in Gang gesetzt wird, sehr große Mengen an Wasser freisetzen kann, die dann auf die Oberfläche fallen. Diese lokalen Verbrennungen äußern sich durch eine schnelle Freisetzung von Energie in Form von Licht, Hitze und Schall. Es ist dieselbe Reaktion, die Raketen vorantreibt, erklärt DLR-Wissenschaftler Dr. John Lee Grenfell. So können Mengen entstehen, die bis zu 10-mal so groß sind wie irdische Ozeane. Bei noch jungen Planetensystemen wird das vorhandene Wasser, das sehr wahrscheinlich durch Kometeneinschläge geliefert wurde, durch starke Bestrahlung des Sterns gespalten. So entstehen molekulare Sauerstoff und Wasserstoff. Wasserstoff kann dem Schwerefeld des Planeten leicht entkommen, während sich der molekulare Sauerstoff in der Atmosphäre ansammelt. Ohne Recyclingprozesse geht das Wasser in großen Mengen verloren und Ozeane werden trockengelegt. Das Team um Grenfell untersuchte sogenannte Supererden, Planeten, deren Masse nicht größer ist als 10 Erdmassen und deren Radius zwischen einem und zwei Erdradien liegt, die um einen relativ kühlen M-Stern kreisen. Mit dem Recycling-Mechanismus, den Grenfell und sein Team beschreiben, kann der Wasserverlust von Supererden gebremst werden. Durch die Spaltung des Wassers reichert sich nach und nach immer mehr molekularer Sauerstoff in der Atmosphäre an. Wird ein bestimmter Grenzwert überschritten, kommt es zu dieser blitzschnellen Reaktion. Bei sehr trockenen Planeten kann molekularer Sauerstoff entstehen, wenn Kohlendioxid durch die Lichtenergie des Sterns aufgespalten wird. So ist auch hier eine Verbrennung mit Wasserstoff zu Wasser möglich. Wie genau dieses Wasser als Niederschlag erscheinen würde, ist noch offen und kann Teil zukünftiger Arbeiten sein. Fakt ist dabei, dass nicht nur sogenannte Supererden von solchen starken Regenfällen betroffen sind. Auch unsere Ozeane haben sich, nachdem genug Wasser durch Kometen- und Meteoriteneinschläge geliefert wurde, in wahrhaft sintflutartigen Regenfällen über Jahrzehntausende während dem Regen langsam und stetig gefüllt. Dieser Regen ist ganz am Anfang der Entstehung der Erde passiert, kurz nachdem der Protoplanet Theia mit Terra kollidierte und das Erde-Mond-System schuf. Der Regen füllte die Ozeane. Auf dem Boden der Ozeane war es durch den noch extrem heißen und langsam abkühlenden Erdmantel noch sehr warm. Dies führte dazu, dass das sich ansammelnde Wasser von unten stetiger und immerzu erwärmt wurde. Diese Wärme regte bestimmte, auch von Meteoriten auf die Erde gebrachte Aminosäuren an, miteinander zu reagieren. Irgendwann entstanden primitive, sich selbst replizierende DNS-Stränge, die nach langer Zeit und vermutlich vielen fehlgeschlagenen Versuchen zu den ersten primitiven Einzellern heranwuchsen, die in sich stets verbesserndem, replizierendem Wettstreit um die mannigfaltigen Ressourcen der Erde konkurrierten. Es ist also durchaus vorstellbar, dass auf diesen Supererden trotz der im Vergleich zur Erde wesentlich höheren Schwerkraft primitive, sich replizierende DNS-Stränge entstehen. Dass dies geschieht, ist zwar vorstellbar, aber nicht nachweisbar, sodass terrestrische Wissenschaftler auf Mutmaßungen und Studien angewiesen sind.